Hier ist die Challenge mit den Dinosaurierknochen. Ich zeige euch mal die Location. Hier beginnt alles. Hier ist Strawberry, hier ist Roots und hier befindet sich die fremde Person. Ihr müsst zuerst mit ihr reden. Those wretches will Und do dann beginnt das anything to alles. destroy me. Einen haben wir schon gefunden. Excellent. Good day to you, sir. Ja, das ist eine geile Quest. Einer von 30 Saurierknochen und die Reise beginnt. Hier ist eine Location direkt unter dem B. Ich suche mal hier raus. Und in diese Gegend kommst du natürlich nur erst sehr spät im Spiel. Das ist unter Blackwater hier in New Austin. Genau hier. Zeigt ja auch in-game. So schaut der Knochen aus. Da waren auch irgendwelche Vögel drauf. Einfach kurz untersuchen auf Dreieck und dann zeichnet er sich das auf. Hier ist der nächste Knochen direkt unter dem L in der Nähe. Wir sind immer noch in dieser Gegend hier. Ja, wir waren ja hier. Jetzt sind wir hier. Und ich zeige dir das auch in Ingame. Sehr schöne Aussicht. Zack. Hier ist der Knochen. Kurz untersuchen, zeichnet es auf und dann geht's weiter. Hier ist der nächste Knochen, hier beim G ungefähr. Ich bin von da reingeritten, also so rum. Und ich zoome mal raus. Wir sind auch hier in der Nähe immer noch. So, nochmal kurz reinzoomen. Genau hier sind wir. Dann nochmal kurz in-game. Da ist der Knochen. Untersuchen und fertig. Hier ist der nächste Knochen. Ein bisschen so links, bisschen links halten vom S. Zoom nochmal komplett raus. Dann nochmal in-game. Ist hier so an der Wand. Zack. Und du kannst auch noch dein Adlerauge anmachen, damit du den besser erkennst. Hier ist der nächste Knochen zwischen dem A und dem U. Einfach hier oben. Da habe ich ein bisschen gesucht. Hier oben. Wir sind immer noch in der Gegend. Und hier nochmal in-game. Und hier zeige ich es dir nochmal, wenn du das Adlerauge anmachst, siehst du da, da siehst du einfach eine Spur und so kannst du dir leichter finden. Hier befindet sich auch schon der nächste Knochen. Wir sind immer noch hier in New Austin. Einfach hier bei diesem Lake, ja, einfach ein bisschen nach links. Und hier ist er. Ich zoome nochmal komplett raus zur Orientierung. Und dann nochmal in-game. Hier liegt er. Einfach untersuchen und dann hast du ihn. Hier haben wir den nächsten Knochen. Der ist hier bei dieser kleinen Insel. Hier beim N. Hier ist noch eine kleine Hütte. Ich zoome raus. Wir sind immer noch in New Austin. Und dann zeige ich dir nochmal in-game kurz. Hier liegt er. So eine kleine Wirbelsäule untersuchen und dann hast du das. Hier ist der nächste Knochen unter dem N. Hier so ein bisschen. Hier bin ich hochgerannt, also hochgeritten, besser gesagt. Viele Leute stören sich ja. Man fährt nicht mit dem Pferd. Ja, hochgeritten bin ich hier. Und hier ist der Knochen im Spiel und ich zeige nochmal die Map, weil mir ist gerade aufgefallen, dass ich das ziemlich kurz gezeigt habe. Also ich zoome raus, wir sind in New Austin, hier ist ein I, hier so hoch, hier sind zwei Ns und ja, hier kannst du dich so orientieren. Hier ist der nächste Knochen, also im Endeffekt beim S, zwischen dem S und dem See hier. Hier ist Strawberry, ich zoome nochmal kurz rein, damit du ihn auch wirklich findest. Zack, dann zeige ich dir mal in-game. Hier liegt er, leuchtet schön vor sich hin und wartet darauf, dass du ihn untersuchst. Hier ist der nächste Knochen zwischen dem W und dem E. Ich zoome mal hier genau rein. Und das ist im Endeffekt hier gleich in der Nähe. Also wir sind nicht weit gereist. Zoome nochmal kurz rein. Genau hier. Dann nochmal kurz in-game. Ist wieder so eine Wirbelsäule hier. Einfach untersuchen, dann hast du sie. Hier ist der nächste Knochen, da ist eine kleine Höhle. Ich zoome erstmal raus, zeige dir die Koordinaten. Hier ist eine Station. Ich zoome nochmal ein bisschen weiter raus zur Orientierung. Strawberry hier. Und genau hier. Ich zoome mal ganz genau rein. Zack. Hier ist eine kleine Höhle. Einfach hier rein. Hier ist er. Einfach untersuchen, dann hast du ihn. Hier ist der nächste Knochen, der ist direkt in der Wand. Rauszoomen nochmal hier. Strawberry, Valentine zur Orientierung. Und genau hier befindet sich der Knochen.
Das haben die echt geil gemacht mit dem Knochen. Der ist hier genau in der Wand drin. Einfach untersuchen und dann hast du ihn. Hier ist der nächste Knochen. Genau an dieser Stelle. Ich zoome mal ganz genau ran. Jetzt zoome ich mal raus. Hier ist ja die Quest mit dem Angler. Ja, so zur Orientierung. Nochmal kurz rein, damit du es auch wirklich findest. Zack, fertig. So, da sitzt er. Da sitzt er, da liegt er. Das ist ein Brustkorb. Hier ist der nächste Knochen. Ich zoome mal raus. Wir sind immer noch hier in der Nähe. Ja, die Luftlinie hier. Und dann zoome ich mal rein. Genau da liegt er. Das ist ein Bein, glaube ich. Hier ist der nächste Knochen beim R und beim A. Wir sind immer noch in der Gegend hier. Also immer noch hier in der Nähe. Und hier ist, ja, wahrscheinlich waren hier Ausgrabungsstätte oder irgendwas war hier. Einfach mal runterklettern. Die Leiter runter. Und da ist der Schädel. Nice. Hier findest du den nächsten Knochen beim L, also über dem L. Dann zoome ich weiter raus. Hier ist der legendäre Coyote. Hier ist Roots. Ja, also genau hier. Ich zoome nochmal ganz genau rein. Zack. Und dann zeige ich dir das noch im Game. Ist wieder so ein Gerüst. So ein Rippengerüst. Hier haben wir den nächsten Knochen über dem O und zwischen der Hütte. Ich zoome mal raus in der Nähe der Range. Hier. Emmerland Range. Zoom noch mal rein, damit du das wirklich genau siehst. Stelle. Und ja, hier ist der Knochen. In der Nähe der Hütte. Hier findest du den nächsten Knochen. Zoom mal raus bei Van Horn. Einfach hier gleich in der Nähe. Zack. Und ja, hier liegt er. So ein ganz einfacher Knochen. Hier siehst du den nächsten Knochen. Beim Elysian-Pool im Endeffekt in der Nähe. Genau hier. Ist auf einem Berg. Also das heißt, von unten kommst du nicht hoch, sondern du musst das Ganze umreiten und dann von oben runterkommen. Und ja, hier ist es. Ist wahrscheinlich eine Klaue oder irgend sowas. Hier findest du den nächsten Knochen. Ich zoome mal raus. Das ist im Endeffekt ganz oben hier auf der Karte rechts bei diesem See. Und orientiere dich einfach an dem O. Einfach hier ein bisschen rübergehen und genau hier. Zeig dir mal in-game. Ist auf so einem kleinen Berg sozusagen, also ein ganz kleiner. Hier ist die Straße und hier befindet sich der Knochen. Hier haben wir auch schon den nächsten Knochen. Bald hast du es geschafft. So, ich zoome mal raus. Ist beim Bären hier. Du kannst dich auch an diesem See orientieren oder hier an Annesburg, da kann man sich auch schön orientieren. Und hier auf so einem kleinen Hügel, auf so einem kleinen Berg ist der Knochen. Ich zeig dir mal, da ist er. Und ja, gekommen bin ich von hier unten, einfach hochfahren, also hochreiten und dann hast du den Knochen. Der nächste Knochen ist ein bisschen schwierig zu erreichen, deswegen habe ich mich erstmal hier hingestellt und zeige dir, wie man da hochkommt. Die Location allgemein ist neben diesem See, hier ist Annesburg, dann der See, dann hier und da, wo ich stehe, siehst du, das bin ich, da gehst du in einer Linie sozusagen runter oder hoch. Also hier bin ich hochgekommen, ich zeige dir das mal in-game. Also genau hier kannst du einfach hochreiten, dann bist du diesen Bäumen nach rechts. Hier ist ein bisschen tricky, da kannst du auch wirklich runterfallen. Da siehst du ihn schon. Wenn du jetzt von unten probierst oder hier von rechts unten, dann fällst du ständig runter. Also es ist wirklich sehr gefährlich. Und der beste Weg, den ich gefunden habe, ist einfach hier so, zack, drüber zu springen. Musst du Quadrat drücken mit Anlauf und dann erreichst du ihn auch. Also wie gesagt, sehr vorsichtig sein, weil sonst rutschst du hier komplett den gesamten Berg runter. Also hier nochmal der Endstandort des Knochens. Also genau hier ist dann der Knochen. Ich zeige dir nochmal im Game. Du siehst, ich stehe genau neben ihm. Ja, genau hier befindet er sich. Hier findest du den nächsten Knochen. Ich zoome ganz genau rein. Jetzt raus. Im Endeffekt hier über dem O auf dem kleinen Hügel. Wir sind immer noch hier in der Gegend. Also ganz, ganz easy zu finden. So schaut er aus.
untersuchen und dann hast du ihn. Hier ist auch schon der nächste Knochen beim I, bei diesem Donner Falls. Also das ist in der Mitte im Endeffekt der Map ungefähr. Da kannst du dich an dem I einfach ordentlich orientieren. Und genau da, wo ich stehe, da ist der Knochen. Schaut ehrlich gesagt nach einer menschlichen Hand aus. Aber ja, anscheinend ist es ein Saurierknochen. Hier haben wir auch schon den nächsten Knochen. Wir haben es fast geschafft. Das ist hier bei Fort Willis. Ich zoome mal noch weiter raus. Hier ist Valentine. Und ich zoome noch mal ganz genau rein, damit du es siehst. Hier ist der Knochen. Ich zeige dir mal in-game. So schaut er aus. Untersuchen. Und dann hast du ihn. Hier haben wir den nächsten Knochen. Genau in der Nähe hier auch bei Fort Willis. Also wir waren ja hier. Hier ist der nächste. Und ich zeige dir gleich auch, wie du da reinkommst. Also das ist ein bisschen tricky. Hier ist der Knochen. Ja, du siehst, dass man hier nicht so einfach hochkommt. Ich zeige dir mal, wie ich das gemacht habe. Also ich bin von hier gekommen, also hier einfach runter. Und ansonsten bin ich so in die Richtung geritten. Also das heißt von hier. Hier kommst du hoch, so. Ja, das siehst du ja, hier kann man hochfahren. Also hochreiten und dann so, okay? Weil von der Seite kommst du nicht hoch. Hier siehst du den nächsten Knochen. Wir brauchen nur noch zwei. Also nach diesem braucht man nur noch zwei. Der ist hier bei Valentine. Einfach hier hoch und genau hier. Also da, wo ich stehe. Zack, ich zeig dir mal in-game. So schaut er aus. Hier ist der vorletzte Knochen. Das ist über Valentine. Also genau hier. Ist auch in der Wand, schaut auch wie eine menschliche Hand aus. Ja, du hast es tatsächlich geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist der letzte Knochen. Ich zeige dir die Koordinaten. Ist hier in der Nähe gleich. Also wir waren ja hier. Und hier gleich daneben, auch bei Valentine, ist der nächste Knochen. Einfach hier so drüber reiten, hier hoch und dann so rum. Dann kommst du da auf den Berg. Zack, du hast es geschafft. Denk auch dran, den Kanal zu abonnieren. Wir haben hier wirklich alles gemacht. Wir haben alle Herausforderungen gemacht. Wir gehen auf die 100% zu. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn du die Knochen sammelst, dann bist du ein Achievement Hunter oder jemand, der gerne alles erreicht. Und ja, schau dich um, abonniere den Kanal, damit du nichts verpasst. Und wir sehen uns in den weiteren Videos.